liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Mario Odyssey Challenge Video. Und zwar wurde ich herausgefordert, die schwerste Boss-Challenge in Mario Odyssey zu machen. Und ich habe es getan, Leute. Und es war ultra schwer. Und ich werde euch zeigen, genau was damit gemeint war. Aber bevor ich beginne, wollte ich einmal ein Gewinnspiel ankündigen. Und zwar diese Bowser-Amiibo könnt ihr gewinnen. Ich habe ja lange kein Gewinnspiel mehr gemacht. Und habe ich mir gedacht, mache ich mal wieder eins. Und zwar diese Bowser-Amiibo. Ihr müsst nur kommentieren, dass ihr sie haben wollt. Und Abonnent seines Kanals. Und dann picke ich mir nach 2 Wochen einen Gewinner raus und werde ihn hier in einem Video ankündigen. Und zwar hat der gute Akata mir die Challenge gestellt, den letzten Bosskampf in nochmal schwerer, sprich, nachdem man 500 Monde eingesammelt hat, gibt es ja den Bowser-Endkampf nochmal in der Kirche in Form eines Gemäldes nochmal in schwerer. Und jetzt haltet euch fest, ich soll diesen Bosskampf machen, ohne getroffen zu werden und ohne zu springen, Leute. Und da kommen wir auch schon zu dem schwierigen Part. Und alles, was als Sprung gewertet wird von Toadette, es gibt ja so eine kleine Anzeige, die zeigt, wie oft man gesprungen ist schon bei Toadette. Und alles dort wird als Sprung gewertet, wenn man B drückt und mit beiden Beinen auf dem Boden ist. Sprich, wenn man Cappy wirft und darauf zurollt oder diesen kleinen Sprung mit der Rolle macht, den wir auch gleich brauchen, oder einen Hechtsprung in der Luft macht, zählt das alles nicht als Sprung. Und genau mit dieser Mechanik, ohne getroffen zu werden, habe ich den Bosskampf gemacht und wir schalten mal jetzt live zu dem Zeitpunkt, wo ich es geschafft habe und ich werde das Ganze ungeschnitten lassen, damit ihr seht, ich habe es wirklich geschafft, ohne zu schummeln. So Leute, und da springen wir durchs Bild und ich werde euch jetzt alles überkommentieren, ungeschnitten, damit ihr seht, ich habe nicht geschummelt. Ja, und zwar erstmal zur Hochzeit zu Bowser und Peach und ich zeige euch, wie die Challenge geht. Und zwar diese kleinen Sprünge, die ihr gerade gesehen habt in der Rolle, die sind noch möglich. Die darf ich machen. Das zählt nicht als Sprung, also wird nicht von Toadette als Sprung gewertet. So, alle schnell überskippen. Zack, und los geht's, Leute. So, am Anfang ziemlich einfach. Einfach Cappy raufwerfen. So, und jetzt wird schon kritisch. Man müsste springen, weil die Ringe halt unendlich weit gehen. Aber da können wir eine kleine Rolle machen. Ihr seht es, wie Mario unter dem Hut diese kleine Rolle nach vorne macht. Das ist ziemlich framegenau. Also muss wirklich aufpassen, das ist ziemlich schwer. Und jetzt auch gerade bei den Schlägen, weil der zweite Bowser-Kampf hier, beziehungsweise der dritte eigentlich, guck mal, da schmeißt er nämlich auch nochmal Feuer. Da muss man auch ziemlich gut ausweichen können. Mit der kleinen Rolle. Man ist ja wirklich nur ganz kurz über dem Boden. Und das ist eine Challenge, Leute, die würde ich Leuten empfehlen, die auch gerne so Mario Odyssey streamen oder sowas und für den Stream irgendwas brauchen, was Spaß macht. Und hier ist auch ziemlich schwer, das von dem Feuer ausweichen. Man muss halt immer in der Luft bleiben sozusagen und sich erstmal hochkatapultieren mit Cappy. Und dann wiederum in der Luft kann man ja dann Dash machen, beziehungsweise so einen Hechtsprung. Das ist möglich. So. Und hier natürlich nicht getroffen werden, ist eigentlich die Grundessenz. So, das Nicht-Springen geht nach der Zeit. Und hier habe ich versucht, ihn gleich zu erwischen. Das geht auch, dass nicht diese Feuerringe kommen, wenn man Cappy gedrückt hält und dann sozusagen, ja, erst kurz vor Bowser letztendlich die Mütze zu einem kommen lässt. Das ist ein kleiner Trick. Ja, und natürlich das Ausweichen von den Feuerringen immer während der Schlagpassagen sind das Schwerste. Und das hier hat mich wirklich die ganze Zeit gekillt. Also wirklich, hier muss man wirklich aufpassen, dass man da noch, ja, so eine Ground-Pound-Attacke geht auch, zählt auch nicht als Sprung. Man muss wirklich aufpassen, dass man jetzt hier nicht getroffen wird, weil diese Feuerstöße, die zweiten, sind richtig schwer. Man sieht es hier. Da hatte ich jetzt gerade mal Glück. Manchmal macht er nochmal so einen kleinen extra Feuerstoß und der war immer so kritisch. So, und hier ist auch gefährlich. Hier wurde ich auch oft getroffen, aber ihr seht es hier, alles souverän gelöst. Und jetzt Cappy, und da habe ich leider Cappy so schon, die Mütze so schon aufgesetzt bekommen. Hier das Ausweichen. Das Ausweichen von den Feuerringen hat man nach einer Zeit drauf, wenn man das 4-5 Mal macht. Ja, man muss es wirklich üben, also eine Zeit lang. So, und jetzt kommt der schwere Part, das Allerschwerste von der ganzen Challenge. Einmal ausweichen nach hinten, einmal ausweichen zur Seite und nochmal ausweichen nach vorne, weil der Schwanz kann dann auch treffen. Man darf nicht zu weit nach vorne gehen und dann nochmal, und jetzt habe ich es geschafft, Leute. Also es ist wirklich, zack, da fliegt er gegen. Ich habe es geschafft, Leute. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, schafft ihr es auch? Ja, Leute, das war die Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Gewinnspiel läuft 2 Wochen. Ihr müsst Abonnent des Kanals sein und einen Kommentar schreiben, dass ich weiß, ihr habt Bock. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.